haben natürlich Grundarbeiten, die wir alle zum Erledigen haben, aber ich bin prinzipiell zuständig für die Floristik, also alles, was floristisch am Gelände gebraucht wird, sei es Restaurantdeko, für den Shop einmal was, einen Blumenstrauß zum Herschenken, früher auch die Hochzeiten, also das war, liegt alles bei mir. Dann der Anbau von Pflanzen für Trockenpflanzungen, teilweise Kräuter und das Anbauen und Pickieren, das ist schon was, wo man sieht, man baut was an und es wird was draußen, es wird groß und man kann es raussetzen und es gedeiht und blüht, das ist schon irrsinnig schön. Sonst der Folientunnel im Endeffekt, einen großen Teil, dass ich da den Überblick auch habe über die Glashäuser. Die Dahlien ist ein großer Bereich, also Dahlien ist nochmal ein extra Bereich, weil es einfach sehr viele Sorten gibt und wir sehr viele Sorten haben. Die müssen vorgezogen werden. Und dann haben wir immer noch im Herbst eine große Kürbissortenschau. Oder ein Kürbis-Skulpturenpark, kann man sagen, großes Kürbisfest mit Kürbiswiegen. Und das ist auch die Planung, ist bei mir dann. Also man braucht auch in der Natur sehr viel Geduld, weil man ist sehr wetterabhängig. Man kann nicht immer alles gleich machen und so machen, wie man will. Und die Natur hat natürlich ihre eigenen Vorstellungen. Und da wächst auch nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Man kann einiges regulieren, aber man muss auch ziemlich viel Geduld und Ruhe mitbringen. Im ersten Moment sollte man sich mal fragen, ob man belastbar ist und wirklich auch draußen arbeiten möchte, ob man den Bezug zur Natur hat. Das ist ganz wichtig. Extremer Regen ist schon belastend, weil man dann einfach ziemlich schnell auskühlt. Superhitzewelle ist extrem belastend. Also man muss wirklich sehr, sehr viel trinken gehen. Man muss wirklich schauen, regelmäßig zu trinken. Sonst kann das ganz schnell einmal auch in einem Schwindelanfall enden. Ja. Das ist, man muss wirklich auf sich aufpassen, immer wieder mal in den Schatten gehen. Bei uns ist ganz wichtig, vor allem in unserem Betrieb, die Teamfähigkeit. Wir haben ein relativ großes Gelände und das profitiert davon, wenn wir zusammenhalten. Sonst ist Kreativität sicher ein Vorteil, weil wir schon uns immer wieder ausleben können am Gelände, selber Ideen einbringen können. Ein freundliches Wesen ist immer nicht schlecht, weil wir haben Besuch am Gelände. Also wenn man recht verschreckt ist, ist das vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, weil die sehr viele Fragen stellen. Also, da ist es gut, wenn man offen auf die Leute zugehen kann und vielleicht auch am besten mehr Freude daran hat, die Leute zu beraten und ihnen ein bisschen weiterzuhelfen. Dafür sind wir auch da. Also ich sehe schon unseren Bildungsauftrag. Der ist mir schon wichtig, den Leuten wirklich zu vermitteln, dass man ökologisch arbeiten kann und zwar sogar ziemlich einfach und mit wenig Arbeit ökologisch arbeiten kann. Schädlingsbekämpfung fängt bei uns so an, dass wir einerseits sehr viel beobachten. Wir setzen nicht an mit Bekämpfung, sondern schon im Vorhinein, gerade bei den Rosen, mit Pflanzenstärkung zu arbeiten, die halt wirklich die Pflanzen robuster macht und versuchen auch die Anzahl der Nützlinge zu erhöhen auf unserem Gelände. Das heißt, einfach wirklich eine Vielfalt an Pflanzen da zu haben, damit man die Nützlinge einfach fördert. Das Fertigstellen eines Gartens und dem Garten einen letzten Feinschliff zu verpassen, ist für mich immer das Schönste an einer Baustelle, auch wenn ich mir am Schluss noch Zeit nehmen kann und gewisse Ecken überarbeiten kann und einfach was Besonderes draus machen kann. Das Garteln stellt man sich oft so lieb und nett vor, aber es gehört halt schon oft teilweise eine Schwerarbeit dazu. Gerade in der Gestaltung ist es schon, teilweise geht es zu wie am Bau. Also wenn ich jetzt eine Woche lang Steinmauer baue und dann Schwimmteich rausbetoniere und Schalsteine aufstelle und Beton mische, und kommt das schon sehr einem Hausbau gleich. Also verschiedenste Gewerke von der Holzterrasse, Steinterrasse bis zu eben Aushub von Teichen, Bau von Teichen, ist eigentlich vergleichbar mit dem, was gewisse Baufirmen so machen. Also darf man nicht unterschätzen, wenn man mal einen ganzen Tag mit vollen Scheibtonen einen leichten Hang rauffahrt, ja, hängt sich das schon ziemlich an. Ne? Also können schon sehr anstrengende Tage sein. An erster Stelle steht einmal die ökologische Pflege unserer Schaugärten. Dann ist eh auch die Weiterentwicklung, die kleinflächige Umgestaltung der einzelnen Gärten. Gewisse Gärten werden aufgelassen und komplett neu gestaltet. Und dann ist es natürlich auch sehr viel Instandhaltung bei uns. Ich warte die Bewässerungsanlage, da gibt es auch immer wieder Teile zum Tauschen. Allgemein die Bewässerung ist ein großes Thema natürlich. Im Hochsommer kommt man dann auch nicht drum herum, auch mal händisch zu gießen. Ich bin für die Teichpflege auch unter anderem zuständig hier. Und es sind
Auf jeden Fall an die 15 Teiche, die man so zum Pflegen und Betreuen hat und auch im kleinen Rahmen eben wieder umbauen kann, auch beziehungsweise einmal ausräumt und wieder neu bepflanzt. Ein schönes Erlebnis war die spontane Neugestaltung eines Biotops. Wir wollten eigentlich nur zurückschneiden und haben dann ganz spontan entschieden, wir räumen es aus, und innerhalb von kürzester Zeit haben über 10 Leute zusammengeholfen und ein Biotop komplett bis zur Folie ausgeräumt, und wir haben es komplett neu aufgebaut, bepflanzt, und es schaut aus wie Tag und Nacht. Also der Unterschied ist irre gewesen nachher. Als Gärtner sollte man mal keine Angst haben davor, sich dreckig zu machen. Und eine gewisse Liebe zur Natur und zu Pflanzen mitbringen natürlich. Und das Interesse an Pflanzen. Und das, irgendwo braucht man auch ein gewisses Feingefühl für gewisse Tätigkeiten. Wenn man Beete anlegt oder Steingärten anlegt. Alles, was mit Gestaltung zu tun hat. Sich auch die Zeit dafür zu nehmen, nicht zu schnell etwas umsetzen wollen, sondern sich wirklich auch Gedanken darüber zu machen und das ruhig und geordnet zu machen. Man kann zum Beispiel mehr in die Richtung Stauden gehen, Staudenpflege, die Staudentage. Dann gibt es Gehölze, ist ein großes Thema, Baumkontrolle, Schädlinge, Krankheiten an Bäumen erkennen. Ist was, was ich zum Beispiel gemacht habe. Wir haben das Glück, dass unsere Firma da sehr uns sogar motiviert dazu, Fortbildungen zu machen. Man ist da trotzdem sehr auf sich selbst gestellt, also es wird ihnen auch nicht aufgezwungen. Man muss sich schon selber was suchen, was einen interessiert. Aber dann sind die Möglichkeiten da, und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Für die Gartentouren ist es natürlich wichtig, als erste ökologische Gartenschau Europas, nicht nur den Erwachsenen, sondern auch den Kindern zu zeigen, dass die Natur total wichtig ist und einen riesen Stellenwert hat. Es werden Workshops angeboten, Seminare, tägliche Führungen. Letztes Jahr waren es an die 7000 Kinder, die in ökopädagogischen Programmen bei uns hier auf der Gartentouren waren. Und die Kinder lernen bei uns den Bezug zur Natur, den Umgang mit der Natur. Sie sind vorsichtig, ja, sie passen auf, wenn sie mal einen Regenwurm in der Hand halten, ja, den sie vielleicht davor nie angegriffen hätten, aber bei uns machen sie das, und das ist das Schöne. Sie greifen in die Erde, sie bauen selbst Gemüse an, und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn die Kinder erwachsen sind, dann werden sie das Gefühl haben, dass die Natur wichtig ist und dass wir sie einfach schützen wollen. Ja. Es gibt im Garten so viele Wow-Effekte, und das ist einfach schön zum Anschauen, zum Begreifen, man kann es angreifen, man muss das spüren, und es ist einfach schön, wenn man die Natur erleben kann, und das wollen wir hier zeigen. Je mehr Menschen wissen, dass es auch ökologisch geht, ohne Chemie, desto besser ist es, weil das Bewusstsein wird in der Gesellschaft verankert und gestärkt, dass wir keine Chemie brauchen. Die Gartentouren ist die Natur im Garten Erlebniswelt, also sozusagen der große Vorzeigegarten der Aktion Natur im Garten. Und er ist europaweit die einzige ökologische, wirklich nachhaltige Gartenschau mit 65 Schaugärten, geöffnet jährlich von April bis Oktober. Die Grundsätze sind für uns entsprechend den Kriterien der Aktion Natur im Garten: Gärtnern ohne Pestizide, Gärtnern ohne Kunstdünger und Gärtnern ohne Torf. Es geht um das konsequente ökologische Gärtnern. Wichtig ist, nicht nur einen Beruf zu erlernen, sondern auch rundherum sich dafür zu interessieren. Vielleicht einmal eine Gartenreise zu machen. Also eine Gärtnerin von uns ist jetzt gerade nach England gefahren, schaut sich die Chelsea Flower Show an. Vielleicht auch einmal sich historische Gärten anzusehen, Bücher zu lesen. Einfach jetzt nicht nur den Gärtnerberuf als den Beruf zu sehen, wo man halt gärtnert, sondern sich also wirklich darüber hinaus zu interessieren. Die großen Veränderungen wie der Klimawandel, Treibhauseffekt, alle diese Dinge brauchen natürlich Ökologie auch im Kleinen, damit wir mit den großen Problemen, die auf uns zukommen, wenn schon nicht lösen, doch zumindest umgehen können. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wird immer mehr Privatgärtnerinnen und Gärtnern bewusst, dass das Gift, das sie in ihren Garten
verstreuen oder wie auch immer das in ihren Garten kommt, dass das vielleicht auch irgendwann einmal die Enkel oder sie selber oder irgendwie essen, man hat immer das Thema, oder der Hund oder wie auch immer. Das heißt, das Bewusstsein für die Relevanz der Ökologie im Garten steigt und somit wird auch die Relevanz der Leute, die über Ökologie im Garten Bescheid wissen, immer größer. Und so ist der Gärtnerberuf ein Zukunftsberuf und auf jeden Fall ein Beruf, wo es Spezialisten braucht, Leute, die mit Verstand, mit Wissen, aber auch mit Herz und Seele dahinterstehen.